Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin Fritz von Berlin Babel und in diesem Gym-Tour-Video zeigen wir heute das Elbgym in Hamburg-Eppendorf. Und ja, los geht's. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind heute im Elbgym in Hamburg in Eppendorf, richtig? Sehr gut. Und wir machen heute ein Gym-Tour-Video, also gucken wir uns mal wieder ein Gym an. Diesmal im wunderschönen Hamburg im Elbgym. Ich trainiere tatsächlich beim Elbgym in Berlin und habe dort eine Content-Kooperation. Der andere könnte es sehen auf TikTok, dass ich da viele Videos mache. Wir machen jetzt erstmal eine Trainingssession. Ich habe meine BFA-Cuffs habe ich dabei. Die teste ich aktuell von Saga. Dazu wird viel Spannendes kommen. Habe ich mein Protokoll. Jetzt mache ich ein bisschen Handstand und Muscle-Ups und dann machen wir so ein klassisches Training, also Bankdrücken und solche Geschichten, um dieses Gymwissen auszutesten, die Geräte zu testen, alles zu zeigen. Und dann machen wir nochmal eine ausführliche Rumführen-Tour. So, wir sind irgendwo am Ende der Trainingssession jetzt langsam angekommen. Ich habe die gerade nochmal aufgepumpt für das letzte Set. Und im Hintergrund sehen wir so die charakteristische Elbgym-Leuchte. Ich glaube, in jedem Elbgym gibt es so ein rundes Licht. Die habe ich bei mir in den TikTok-Videos auch immer. Und ich muss ja sagen, das ist ja immer so ein bisschen übertrieben fancy, aber gut sieht es schon aus. Muss man denen schon lassen. Die machen rein optisch die Gyms schon immer auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Wir machen jetzt Training schnell fertig und dann zeigen wir einmal rundherum, was hier so gibt. So, Training haben wir überlebt. War auf jeden Fall ganz cool. Ich bin auch begeistert von dem Studio. Ich wäre froh, wenn es in Berlin auch so cool eingerichtet wäre mit den Möglichkeiten. Wir sind jetzt gerade draußen vor dem Gym, denn hier gibt es einen ziemlich coolen Outdoor-Bereich. Hier steht faktisch eigentlich nur ein Seekontainer, wo ein Eleiko-Rig draußen rangebaut wurde. Und auch wenn die eine Bogenfixation ein bisschen locker ist, was ich vorhin bei den Muscle-Ups ein bisschen gemerkt habe, muss ich sagen, ist natürlich cool, wenn man im Sommer draußen trainieren kann. Es gibt schon Schlechteres, als gewisse Dinge, gerade so Klimmzüge und so, draußen machen zu können oder für die Crossfitter unter uns halt auch Workouts draußen machen zu können. Coole Lösung. Wir zeigen noch mal so ein bisschen im Detail, aber sieht man natürlich nicht so häufig, vor allem nicht in Metropolen. Riesenhohe Decken, ist eigentlich ein ziemlich geiles Gebäude. Hier haben wir einen Empfangsbereich, so ein Tresen, hat man ja fast jedem Fitnessstudio. Dann geht es hier hinten rein, zeigen wir gleich, mit ein paar Plattformen und hinten so einem Yoga-Raum, wo ich das Gefühl habe, dass den nie jemand benutzen wird. Und hier drüben haben wir eine Functionfläche. Wir gehen einfach mal eine Runde rum. Das heißt, man hat hier diesen großen Tresenbereich und dann geht man hier ins Gym rein und hat hier nebeneinander 5 Hammerstrengths-Plattformen nach der Sitzmöglichkeit, die eigentlich ganz charmant ist. Ich weiß immer nicht, ob das dann zum Abhängen ist, ob man da richtig sitzen können soll, da bin ich mir immer nicht so sicher. 2 GHDs daneben, die sind irgendwie so ein bisschen da, aber ich habe nicht gesehen, dass die bisher irgendwer benutzt hätte heute. Und dann im hinteren Bereich geht man hier quasi durch. Und hier hinten haben wir dann nochmal einen Trainingsraum für interaktive Step-Aerobic.
Ich glaube, dafür wurde es vielleicht irgendwann mal konzipiert. Aber wenn man hier dann Kurs drin hat, ist es, glaube ich, cool. Ich glaube, für Boxen ist es cool und für Yoga ist es cool und auch für andere Pilates-Kurse ist es mega cool. Ist dann halt eine Frage der Auslastung, wie viele Kurse davon stattfinden. Aber insgesamt schon mal richtig gut, dass man so einen Raum hat. Denn wenn man Yoga-Kurse machen möchte, hat man ja gerne eine separate Atmosphäre, macht es gern zu und hört nicht den ganzen Tralala von draußen. Deshalb finde ich es gut und ich glaube, das passt auch ganz gut in das Konzept, das man hier insgesamt hat. Generell hat das Ape Gym ja so zwei Sachen kombiniert. Auf der einen Seite hat man so klassisches Fitnessstudio und dann interaktiv dazu gepackt, dieses ganze funktionelle Training. Wir haben hier 5 Plattformen. Das ist jetzt eine Sache, die sieht man inzwischen auch in anderen Gyms. Aber was ich besonders cool finde, ist, dass man hier dieses Atrium in der Mitte hat mit einer Turffläche, also so Kunstrasen. Und dass das so ein bisschen, glaube ich, als Crossfit-Fläche nochmal extra geplant ist. Mit einem Rig in der Mitte und dann am Ende stehen hier so Ski-Ergs rum und Assault-Bikes. Aber wir gehen kurz mal rein. Das sieht von außen zumindest richtig cool aus. Hier ist quasi dieses Atrium. Ich finde es cool. Es sieht auf jeden Fall richtig gut aus. Die Frage wäre so ein bisschen, wie warm ist es hier im Sommer? Aber generell ist Ape Gym relativ gut klimatisiert. Das weiß ich auch aus dem Ape Gym in Berlin, in dem ich normalerweise trainiere. Ich finde das hier auf jeden Fall recht geil. Ich finde so Kunstrasenfläche generell ziemlich cool. Ich würde hier gerne trainieren. Und das ist eigentlich immer ein gutes Zeichen in der Gymbewertung, ob man da selber gut trainieren würde. Assault-Bikes sind hier, Wallboards sind hier. Es sind leider keine Wallboard-Targets, aber dann kann man ja irgendwie einfach an die Wand werfen. Das hier Leico-Rig hier hat auch so ein bisschen Kletterzeug, finde ich immer ganz nice. Ein paar TRX hängen rum. Kettlebells gibt es auf jeden Fall ausreichend. Bänder gibt es ausreichend. 2 Ski-Ergs und ansonsten für alles, was so Calisthenics und Weighted Calisthenics und normales Krafttraining ist, eignet sich das hier gut. Man kann hier keine Squats machen, hier sind keine Langhanteln. Braucht man aber auch nicht, weil da drüben sind gleich die Power Racks, eignet sich viel besser. Und das ist der untere Bereich bis auf die CrossFit-Fläche, denn die ist hier drüben. Da geht man quasi einmal um die Ecke und dann ist man gleich direkt hier in der CrossFit-Area. Das hier ist die Kursfläche oder wahrscheinlich auch so die Functional Training Area, die CrossFit Area. Ich glaube, Ape Gym bietet sogar offiziell CrossFit und CrossFit-Kurse an, deshalb darf ich das wahrscheinlich auch sagen. Wir haben hier ein Pororo, wir haben Eleiko-Scheiben, wir haben genug kleine Scheiben, wir haben Kettlebells bis 32 Kilo, wir haben Wallboards und wir haben da hinten ein Eleiko, nennen wir es einfach mal Gestänge, wo man dann am Ende auch alle Gymnastics machen kann. Wir haben ein paar Langhanteln hinten, hier ist alles komplett Eleiko ausgestattet und das Einzige, wo es hier noch hingehen würde, wäre unten dann in den Sanitärbereich, den zeige ich nochmal separat, weil der ist auch sehr schön und viel mehr ist unten nicht. Wir haben hier, würde ich sagen, so circa 80 Quadratmeter Kursfläche nochmal, die sich für einen Kurs mit 6 bis 10 Leuten reicht es vollkommen aus. Und wenn man hier vernünftig coacht, kann man, glaube ich, auch eine Menge draus machen. Und man hat alles an Equipment, was man braucht, um coole Kurse zu haben. Und sonst kann man hier dann auch sehr gut alleine trainieren. Wir gehen jetzt in den oberen Bereich, denn da sind am Ende so die Geräte und Gerätekonzepte. Und da haben die hier auf jeden Fall eine breite Auswahl. Wir sind im oberen Bereich angekommen. Wir haben hier, das haben wir auch in allen Ape Gyms, dieses 5-Bewegungskonzept. Das kann man sich ja mal angucken, wenn man hier ist. Da hat man zumindest die Möglichkeit, so ein paar Sachen miteinander zu kombinieren. Wir haben hier quasi eine Sprossenwand, wir haben so ein paar Fußmobilitätsträgermöglichkeiten. Wir haben hier verschiedene Apparaturen, mit denen man sowas wie, weiß nicht, Pigeon Stretches oder so machen könnte, hier auf diesem Ding. Ich persönlich bräuchte es jetzt nicht, aber ich glaube, für jemanden, der so ein bisschen Anreiz dafür braucht, mal ein bisschen Beweglichkeitstraining und ein bisschen Mobilitätstraining zu machen, ist es gar nicht so übel. Dann gehen wir jetzt mal weiter in den interessanten Bereich. Bevor wir damit anfangen, also mit dem Muskelaufbauen, kurzer Cardio-Bereich. Wir haben jedes Cardio-Gerät, das man braucht. Wir haben Stairmaster, wir haben Spinning-Bike, wir haben Assault-Runner, wir haben normale Stepper, Rower und dann fällt mir nichts ein, was gerade fehlt, denn Ski-Ergs und Assault-Bikes sind ja noch unten, die kann man also auch noch benutzen. Dann dahinter geht quasi der Gerätebereich los und der geht wie in diesem, also um dieses Atrium einmal oben herum und das arbeiten wir jetzt quasi einmal ab. Hier ist der erste Teil des Krafttrainingsbereichs, würde ich sagen. Wir haben hier so 1-2 Beinmaschinen. Wir haben hier eine T-Bar Row, wir haben die Belt Squat Maschine, die in jedem Ape Gym irgendwie inzwischen installiert wurde und wo ich auch gehört habe, dass das so ein Grund ist, warum man unbedingt ins Ape Gym geht. Belt Squat Maschinen gibt es halt wirklich auch nicht in so vielen Studios, aber was ich besonders cool finde, gerade als Personal Trainer irgendwo zu arbeiten, ist beispielsweise, dass man hier auch sowas wie einen Kaiser Trainer hat. Ein Kaiser Trainer oder Kaisergerät ist luftdruckgesteuert und mit denen kann man in vielen dynamischen Bewegungen sehr gut trainieren, was man mit Kabelzügen normalerweise nicht so gut machen kann. Da werden wir sicherlich nochmal separate Videos zu finden auf diesem Kanal in der Zukunft. Aber insgesamt ein cooler Einstand in diesen Krafttrainingsbereich. Und dann geht es auf der anderen Seite, jetzt nach rechts quasi, in den Gerätebereich, wo sehr viele Hammer-Strength-Geräte auch sehr wenig Raum
gesammelt wurden. Auf der anderen Seite vom Cardio-Bereich haben wir nochmal zwei Eleiko-Plattformen bzw. Hammerstrengths-Plattformen ausgestattet mit Eleiko-Equipment. Hier kann man dann quasi auch nochmal mit dünneren Scheiben, mit Eleiko-Competition-Plates Kreuzheben oder so machen. Dafür hat man nochmal ein paar Plattformen, das geht dabei ganz gut. Und hier in der Mitte hat man quasi immer dieses Atrium, was ich von der Optik her ziemlich nice finde. Und dann hat man hier quasi zwei Plattformen. Jetzt ist gerade ein bisschen dolle hell. So ist es besser. Und dann hatte man den Gerätebereich, hat man gerade gesehen. Und dann geht man quasi wieder einmal außen rum in diesen Mobility-Bereich, bei dem wir angefangen haben. So, das war's dann auch mit der Rundtour hier im Elbgym. Ich persönlich muss sagen, ich drehe nicht ohne Grund in Berlin im Elbgym auch meine Videos. Ich finde, die Elbgyms haben ein super cooles Konzept, mit dem sie auch ein paar Dinge verändern, ein paar neue Sachen reinbringen, ein bisschen mehr Functional Training reinbringen. Ich bin davon auf jeden Fall ein großer Fan. Man kann sicherlich guten Gewissens mal in einem Elbgym vorbeischauen, wenn man ein neues Studio sucht oder wenn man anfangen will zu trainieren. Das ist definitiv eine gute Location, wo man dann auch Kurstraining hat, wo ein bisschen angeleitet wird, wo man Trainer um einen rum hat, die man sicherlich auch mal ansprechen kann, was in anderen Studios ja nicht so gut funktioniert. Und wenn dir das Video gefallen hat, tu mir den Gefallen. Schau im Elbgym vorbei, schau hier auf dem Kanal vorbei, mach einen Daumen nach oben und kommentiere einfach mal, was denkst du über das Elbgym hier in Eppendorf. Und jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß bei deinem nächsten Training und ich hoffe, wir sehen uns hier bald wieder zu einem weiteren Video auf meinem YouTube-Kanal.